Hallöchen zusammen und willkommen zu diesem Video. Ich hatte ja gesagt gehabt, im Bereich rund um Weihnachten werden es ein paar andere Videos kommen. Ich habe mir so zwei, drei Ideen gemacht und ja, hier seht ihr eine davon. Und ja, ich fahre relativ viel Auto und habe eine Dashcam im Auto und dachte mir, hey, warum zeige ich euch nicht die Aufnahmen? Weil die sind lustig zwischendurch. Ne? Also ich habe so ein, zwei Szenen, die hier ganz interessant sind. Wir müssen natürlich hier auf die DSGVO achten, also sprich Kennzeichen, Gesichter und so weiter müssen verpixelt werden. Das heißt, ihr werdet gleich ein paar Pixel sehen überall und so. Kann ich leider nicht ändern, ist leider so. Vorab möchte ich natürlich sagen, dieses Video gilt nicht, irgendjemand zu diskriminieren oder anzumeckern oder anzuschnauzen oder ihn fertig zu machen oder was auch immer. Dieses Video gilt rein der Unterhaltung und um euch zu zeigen, was mir so im Straßenverkehr passiert ist. Und da das Ganze auf Gegenseitigkeit basieren muss, sind natürlich auch Fehler, also Fahrfehler, von mir mit drin. Sind zwar relativ klein und man hat alles noch frühzeitig gesehen, aber ihr werdet sehen. Vielleicht der ein oder andere Fehler von mir ist auch dabei. Hier haben wir eine Szene. Ich komme von der Halle nach Hause, fahre also abends in Richtung Autobahn von meiner Halle und habe dieses Fahrzeug hier vor mir. Man kann unten in der Anzeige sehr schön erkennen, wie schnell ich fahre, ja? Für die Leute, die denken, ich würde jetzt drängeln oder so. Nein, passt mal auf. Bis hierhin ist noch alles in Ordnung. Er hat zwar ein bisschen langsam beschleunigt und ich wollte nach Hause, aber er fährt 50, alles cool. Ich lasse es mal komplett weiterlaufen hier, sodass ihr das sehen könnt. Weil, ja, der steht schon relativ lange und ich weiß nicht, vielleicht war er unsicher oder hatte Angst oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich lasse es mal laufen, ihr werdet sehen, was ich meine. Alter, fahr doch! Insgesamt, laut Timecode, stehen wir hier ungefähr eine Minute. Jetzt gib Gas! Ich weiß, dass ich vielleicht hier auch nicht ganz gut reagiere, aber wir fahren 30 auf die Autobahn auf. Und jetzt... Alter! Das glaubt mir kein Mensch! Doch, ich glaub's dir. Wir fahren 30! Yep, sehe ich. Steht unten. Komm, jetzt aber, yalla, yalla, yalla! Komm! Mit 50 auf die Autobahn! Du bist ein verdammter... Arsch. Nicht nur, dass er mit 50, wie man auch jetzt unten sehen kann, 54 in dem Fall hier, auf die... rechte Spur zieht, sondern auch, dass da eine durchgezogene Linie ist, dass er noch nicht mal drauf fahren hätte dürfen. Sorry Leute, aber sowas regt mich hart auf. Alter, gib deinen scheiß Führerschein ab. Naja, so schlimm war es jetzt auch nicht, aber ja. In diesem Clip geht es darum, ich komme von der Halle nach Hause und ich war mit meinem Bruder unterwegs, deswegen habt ihr jetzt hier keinen Sound. Wir sind hier auf der Autobahn am Fahren. Ihr seht jetzt rechts ist eine Autobahnauffahrt. Der hat die, es geht um das vordere Fahrzeug vor uns. Er hat die noch vorbeifahren lassen. Ich ziehe dann rechts rüber. Ich beschleunige weiter. Sieht man noch unten, meine Geschwindigkeit erhöht sich leicht. Wollte dann an demjenigen vorbeifahren. Und derjenige dachte sich einfach... gewartet. Alter. Ja, vor allem ohne Blinken und so. Arschloch. Ja, ich meine, auch hier war die Szene jetzt nicht so schlimm, aber... Es sind halt Sachen, die ohne Blinken, ohne Schulterblick... Na, ihr wisst, was ich meine. Hier haben wir jetzt eine Szene, die ist von meinem Kollegen Nils. Dankeschön für die Bereitstellung hier. Ist auch schon 2015 passiert, wie ihr seht. Und zwar wollte er hier gleich rechts abbiegen. Und ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie es da schon gekommen ist, aber hier, ich denke mal, es geht um die Radfahrer hier rechts. Er bremst relativ stark und dann passiert's. Der Honda hier links ist ihm hinten drauf gefahren. Und ja, jetzt fahren sie bei der Rand, gucken sich den Schaden an. Was genau daraus gekommen ist, habe ich jetzt nicht nachgefragt, aber... passiert. Es ist keiner zu Schaden gekommen, so wie es aussieht. Alle steigen jetzt aus dem Auto aus. Und das ist die Hauptsache. Auch wenn ihr irgendwie mal einen Verkehrsunfall geratet und ja, auch bei Parkrempeln und so weiter, steigt aus, guckt, geht helfen vor allen Dingen. Auch wenn ihr denkt, dass ihr nicht helfen könnt, einfach halt auch, weil ihr nur dolmetschen könnt zum Beispiel oder sowas. Das reicht ja meistens schon mal. Trotzdem, zumindest fragen, ob ihr helfen könnt. Ja, ich habe noch zwei Clips von meinem Kollegen Nils. Vielleicht fällt einem sogar auch das Gebäude hier links auf. Vielleicht kennt ihr das aus irgendeinem Video. Ist vor kurzem released worden.
Naja, auf jeden Fall geht es hier um den LKW vor uns. Meinem Kollegen Nils hier, der durch Dortmund fährt hier. Und ich weiß nicht ganz genau, wo sie hin wollten, was sie da gemacht haben, aber seht selbst. Aber gegen den erwachsenen Mann, der doppelt so groß und so schwer war wie wir, hatte er keine Chance. Das habe ich auch selten gesehen. Ist der dumm? Jep, würde ich auch so sagen. Auch hier wieder, beide haben angehalten, hinterher das Ganze geklärt, Versicherung etc. Und das Auto war in der Werkstatt, wurde repariert, alles. Dafür haben wir eine Versicherung, ganz einfach. Achtung, ducken! Das war knapp. Nur so ein bisschen. Hier haben wir wieder einen Fall von Autobahnauffahrtsschleichern. Ich würde mir hier sogar ein bisschen die Schuld selber geben, weil ich in dem Fall vielleicht auch nicht besser rübergezogen habe. Ich muss dazu sagen, die Autobahn war hinter mir leer. Also war das okay. Sagen wir jetzt mal. Ich bin jetzt aber auch nicht viel schneller auf die Autobahn aufgefahren. Aber zu meiner Verteidigung, ich konnte ja auch nicht schneller, weil jemand vor mir immer langsamer wurde. Ja, ihr seht, wir haben hier auch nur 50 km/h. Ja, und die will einfach nicht schneller fahren. Ich bin jetzt auch mit 65 auf die Autobahn gezogen, aber da ist keiner gewesen hinter mir. Das kann richtig gefährlich werden und vor allen Dingen an der Linie hinten einfach stehen zu bleiben, oh, grauenhaft. Ja, einfach ein bisschen Gas geben. Danke. Das ist zum Beispiel halt so eine Szene, wo ich mir teils selbst die Schuld gebe, weil ich einfach zu sehr auf eine Sache geachtet habe. Achtet jetzt bitte mal auf den X3 hier links an der Seite. Ich habe mich zu sehr darauf konzentriert, dass der geblinkt hat und dann fast den Radfahrer hier rechts übersehen hätte. Holla die Wald für euch hier. Hier haben wir einen Kandidaten. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals gesehen habt selber. Mir ist es jetzt schon öfter passiert. Und zwar achtet mal auf die beiden Rückleuchten hier von unserem Fahrzeug vor mir. Richtig, die Nebelschlussleuchte ist an hier in dem Fall. Die Nebelschlussleuchte macht man nur an, wenn man nicht weiter als 50 Meter gucken kann. Ja, ich weiß, man kann schlecht einschätzen, wie viel 50 Meter sind. Aber ich würde ganz klar behaupten, dass man hier weiter als 50 Meter gucken kann. Dazu kommt, was die meisten dann auch nicht wissen ist, wenn ihr diese Nebelschlussleuchte anhabt und denkt, okay, da können die anderen Leute mich besser sehen, dass ihr dann auch nur 50 km/h fahren dürft. Wo ich eigentlich darauf hinaus möchte, ist, hier ist sehr gut zu sehen, dass diese Nebelschlussleuchte auch sehr stark blenden kann. Also bitte nur einschalten, wenn es wirklich nötig ist. Hier haben wir einen Fall von Marc verpennt die grüne Phase. Nein, also ihr seht, es ist rot. Ne? Ich bin gerade von zu Hause los, keine Ahnung, im Handy noch nach einer roten Ampel geguckt oder so. Ja, auf jeden Fall wird das jetzt grün. Achtung. Habt ihr gesehen, alles gut. Es wurde von hinten gehupt, habt ihr gehört, ne? Oh, und jetzt wird das Ganze noch interessanter. Wir haben aktuell in Viersen eine relativ große Baustelle, die sich quer durch Viersen zieht. Da ist die Verkehrsführung geändert und so weiter für Krankenwagen und so weiter. Egal. Auf jeden Fall ist die rechte Spur jetzt hier nur noch für die Rechtsabbieger ab der Ampel hier. Und der Kollege oder die Kollegin, die eben gehupt hat, ist das rechte Auto hier jetzt. Und anscheinend fahre ich nicht schnell genug. Ach ja. Ah ja, really? Hat dann mal kurzerhand die rechte Spur genommen, um mich zu überholen, weil ich nicht dem Gegner im Kofferraum rumfahren will. Keine Ahnung warum, weshalb, wieso, Sicherheitsabstand war. Ich denke mal, ganz in Ordnung so. Also eigentlich ganz okay. Aber gut, ist halt Innenstadt da. Naja, ich wollte es euch trotzdem zeigen. Hier haben wir den letzten Clip für heute und es geht um das Fahrzeug vor mir. Nicht, dass ich wundere, warum wir so dicht aufgefahren sind. Da war eine Ampel und wir haben LKW alle überholt links und so weiter. Auf jeden Fall fahre ich jetzt wieder rüber auf die rechte Spur, weil die auch frei ist vor allen Dingen. Ja, der Fahrer hat eben schon in der ganzen Innenstadt quasi schon ein bisschen ne, hin und her, ein bisschen spät gebremst und so weiter. Da dachte ich mir schon so, ey, der spielt bestimmt am Handy. Ja, dem war so. Seht selbst. Das war verdammt knapp tatsächlich. Alter Falter. Ja, ich hoffe, demjenigen ist das eine Lehre gewesen und legt das Handy demnächst aus der Hand. Ich kann nur sagen, macht das nicht. Ich habe es auch schon des Öfteren mal gemacht. Nein, habe ich nie getan. Nein. Boah, das war der letzte Clip hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat Spaß gemacht, auch sowas mal zu machen, hier zu schneiden und so weiter. Das ist ein bisschen aufwendiger logischerweise, aber ich denke, das ist immer eine schöne Abwechslung und ihr könnt mal sehen, was so passiert. Ich werde jetzt nicht alle Clips von mir gewesen sind, von Nils ein paar. Dankeschön nochmal dafür. Ja, ich kann nur sagen,
Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid im nächsten Video wieder dabei. Ich denke mal regulär, beziehungsweise halt jetzt in der Winterzeit habe ich ja ein bisschen was anderes geplant. Also bleibt gespannt. Wir sehen uns wieder. Nicht vergessen, kommentieren, liken und natürlich ein Abo. Bis zum nächsten Video. Haut rein.